Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer erstklassigen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hält nach einem knappen Sieg gegen Holstein Kiel mit in Summe 5:2 die Klasse. Der erste FC Köln ist weiterhin erstklassig und der erste FC Köln trennt sich auch von einem vielleicht nicht ganz erstklassigen Fußballmanager von Horst Held. Und das werde ich heute mit erstklassigen Gästen besprechen, denn da gibt es ganz, ganz viel, was wir heute mal aufarbeiten müssen. Bei mir ist der Klassenerhalt, Sieger der Herzen, der Marco. Moin. Hi, der Torwettengewinner übrigens. Da wüsste ich was von. Keine Fake News in meinem Podcast, bitte. Also ich habe mal geguckt, ne, auf der offiziellen DFL-Seite zählen diese beiden Treffer zur Statistik für die Saison. Ja. Gegen den Zweitligisten hätte Hüntelaar 16 Tore geschossen. Ah, hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Also ich spende diese 20 Euro gerne, aber du weißt auch, dass ich gewonnen habe. Na klar, weiß ich doch. Ich weiß alles. Ja. Wir können dann eh auch gleich mal unsere Saisonwette aufrufen, aber erstmal sollten wir unseren heutigen Gast hier mit in die Gesprächsrunde reinholen und mal gucken, wie viel Torwetten sie gewonnen oder verloren hat. Denn bei uns ist die Saskia. Moin Saskia, grüß dich. Moin. Hi. Schön, dass du sein. Ja, schön, dass du da bist. Auch dir einen herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt und zu den zwei Stürmertoren. Wir hatten es nicht mehr für möglich gehalten, dass das nochmal irgendwann passieren würde. Nimm uns doch mal mit in deinen Samstagabend, Saskia. Wie hast du das Spiel gefeiert, erlebt, begleitet? Wie ging es dir davor, danach? Ja, also ich glaube, ich bin immer noch leicht betrunken von gestern. Ich war letzte Woche in Köln und hatte mir noch ein Fässchen Päffchen mitgebracht und das habe ich dann doch gestern um 15 Uhr aufgemacht, weil ich doch schon sehr nervös war und gedacht habe, ja gut, dann ist jetzt auch egal. Und ja, dann war eine Freundin da und dann fing das Spiel an und ich bin irgendwie schon so ein bisschen nerv am Ende und auf einmal fiel das 1-0 für den FC und ich so, stopp. Was ist hier los? Und war noch irgendwie so, ja, voll geil und dann fiel das 1-1. Und in dem Augenblick habe ich echt einfach kurz gedacht, herzlich willkommen, erster FC Köln, es ist alles wie immer. Also ja. das war tatsächlich so, wo ich gedacht habe, ja scheiße, das war es jetzt. Es war halt einfach FC doing FC things, ne? Komplett, genau. Ja. Ja, ich habe mir auch gedacht, nach dem schnellen 1-1 und dann dem ganz schnellen Anschlusstreffer, also ich habe mir vor dem Anschlusstreffer gedacht, jetzt beruhigt das Spiel, nicht overpacen, erstmal so ein bisschen in diese Partie überhaupt mal reinkommen nach dem frühen Hector-Tor. Und bevor ich den Gedanken ausgesprochen habe, stand es eigentlich auch schon wieder 1-1. Aber auch so ein typisches Tor für diese Saison irgendwie, ne? Ja. Hinten, langer Ball. Ist eigentlich am Mann. Zichos könnte einfach den Raum decken, um den Pass zu verhindern, tut das nicht. Ja. Timo hält gut, aber der Ball fällt natürlich genau vor die Rübe von dem Lee und der muss dann eigentlich noch relativ entspannt einschieben. Also genau diese Art von dummen und verhinderbaren Toren, die wir sehr, sehr oft bekommen haben. Aber das Gute ist, wir müssen über dieses Tor überhaupt nicht groß reden, weil es in der Endabrechnung sehr wenig Relevanz hatte. Denn der FC hat ja sofort zurückgeschlagen. Aber bevor wir das tun, lassen wir noch einmal ganz kurz auf das 1-0 schauen, weil ich finde schon, dass es auch ein bisschen Würdigung verdient. Also nicht nur, dass bei uns natürlich hier mega großer Jubel ausgebrochen ist. Noch geiler, weil wir dann realisiert haben, wer dieses Tor gemacht hat. Ne? Also gerade nach Schalke und nach dem Hinspiel in Kiel, wo Hector ja insgesamt irgendwie bestimmt so 5, 6, 7 hochkarätige Torchancen in Summe hatte, habe ich eigentlich keinen Spieler auf dem Platz mehr gegönnt als ihm, dass er dann gerade so als Kapitän, der auch durch dieses Interview so ein bisschen so im Fokus stand von den Medien und so, und dass er einfach dann wie so ein richtiger Kapitän rausgeht und in der ersten oder zweiten Minute direkt das egalisierende Tor schießt. Ja. Also geiler Typ, absolute Legende, habe ich schon mal gesagt, sage ich gerne nochmal, mit Abstand unser bester und auch wichtigster Spieler, Mentalitätsmonster, geiler Typ. Ja. Wobei man ich muss sagen, also ich fand auch das Tor, ich habe es auch keinem mehr gegönnt als Jonas. Das Tor, muss man aber auch sagen, fällt auch, weil nämlich Sebastian Andersson da steht. Weil ich glaube halt einfach, das ist in diesem ganzen Spiel so oft gewesen, dass du gemerkt hast, dass da einfach nomineller Stürmer steht, der auch durchaus Torgefahr ausstrahlt. Hat er ja auch nachher zweimal
exzellent gezeigt. Aber ich finde, genau in diesem, genau an diesem Tor sieht man das, wie wichtig das ist, damit nominell im Stürmer zu spielen. Weil ich glaube, irgendeiner der beiden Innenverteidiger, ich weiß nicht, von welcher von beiden, ich glaube, Lorenz steht bei Anderson, dadurch hat Hector so ein bisschen Vorsprung und nickt das Ding natürlich auch fantastisch rein. Also ja, muss man ja auch mal sagen. Dass der in so einer Bogenlampe da hinten reinfällt, ja, ist schon, also war auch Absicht, glaube ich. Und das war schon sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, ne, also im Hinspiel ging ja quasi alles über die rechte Seite. Da hatten ja Marius Wolf und auch Benno Schmitz da den armen Van der Berg ziemlich gut in die Klemme genommen. Und anscheinend hat Friedhelm gedacht, wir machen jetzt mal was komplett Überraschendes und machen einfach mal jeden Angriff über die linke Seite. Mhm. Duda hat sehr stark nach links geschoben, mit Kainz da den armen, wer ist der Mensch, Neumann. Gedoppelt und hat dann tatsächlich auch mit Kainz zusammen, glaube ich, jede Flanke dieses Spiels, zumindest der ersten Halbzeit, geschlagen. Und davon kamen einfach 3 oder 4 an und das reicht dann anscheinend tatsächlich im ersten FC Köln für 3 bis 4 Tore. Ja, also man muss auch sagen, die Flanke von Duda, die ist schon Sahne geschlagen. Also die ist mit genau entsprechender Schärfe da in den 16er rein und genau dahin, wo halt in dem Augenblick dann halt neben Anderson auch noch Hector steht. Und ja, das ist schon toll und schon wahnsinnig gut, dass dann natürlich da das 1-0 fällt. Ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, man soll auch die Flanke von Duda nicht unterschätzen, weil die war wirklich gut tatsächlich. Und dann, was eben auch schon gesagt wurde, es ist halt erstaunlich zu sehen, wenn du wirklich mit dem Stürmer spielst und vorne halt dann auch jemand ist. Na, also wie gesagt, im Hinspiel war es so, da sind dann irgendwie über außen die Spieler gelaufen, gucken in die Mitte und es ist halt niemand da. So, und jetzt hattest du halt, wie eben schon gesagt, du hattest Anderson vorne drin. Du hast dann vielleicht noch Wolf vorne drin, bei einer Standardsituation vielleicht auch noch Bono, die ja alle mit dem Kopf irgendwie schon recht stark sind. Und dann landet halt der Ball direkt auf dem Kopf. Ne? Das ist halt schon ganz, ganz nett anzusehen gewesen. Absolut. Und dann sieht man ja quasi direkt danach, was so ein Stürmer wirklich wert ist, als dann in der 6. Minute Anderson schon das 2-0 macht. Ich weiß gar nicht, wann wir mal 2-1 Tore innerhalb der ersten. Ja, egal. 2-1. Ist doch wurscht, wen interessiert es. Halt das 2. Tor gemacht hat. Ja. Und ich weiß gar nicht, wann zuletzt wir innerhalb von 6 Minuten mal 2 Tore gesehen haben. Davon noch ein Stürmertor. Also Respekt. Aber auch da wieder schöne Flanke von Kainz. Ja. Kannst du kaum verteidigen, so wie die kommt. Ne? Also da musst du als Innenverteidiger schon selber irgendwie mindestens 1,90 sein und dann noch ein besseres Timing haben, als Anderson, der mit dem Gesicht zum Tor steht und deswegen auch bessere Qualität hat. Ja. Aber alleine auch, wie der in der Luft steht. Ne? Ja, und dann gegen die Laufrichtung von Gelios. Ja. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Absolut. Ist ja eigentlich ein total simpler Trick, ne? Flanke, Kopfball, Tor. Das passt halt irgendwie zu Friedhelm Funkel, ne? Das hört sich so einfach an. Ja. Ich meine, wenn du denkst, was sich so ein Pep Guardiola vor dem leicht oder an demselben Tag stattfindenden Champions League-Finale alles ausgedacht hat, behaupte ich einfach mal, dass sich Friedhelm Funkel da ein bisschen weniger Gedanken gemacht hat. Einfach nur gesagt hat, ich schone den Kainz im Hinspiel und den Anderson bringe ich auch nur für 30 Minuten im Hinspiel und lasse dann im Rückspiel einfach Flanke um Flanke schlagen. Und manchmal reicht das. Er hat ja sogar gesagt, dass sie vor dem Spiel keine Taktik gemacht haben, keine Flipcharts, keine Aufstellung, sondern rein auf Emotionen gegangen sind. Also da müssen ja wohl auch Jonas Hector und Ron-Robert Zieler sehr emotionale Reden gehalten haben. Und es ging, glaube ich, wirklich rein um Mentalität, um Emotionalität. Das hatte mit Taktik, also im Sinne von ausgefeilter Taktik, jetzt, glaube ich, nicht viel zu tun. Manchmal sind auch die simplen Dinge des Lebens, die dann einfach den Erfolg bringen. Ja, ich glaube halt auch, dass du wahrscheinlich da gar nicht mehr viel machen musst. Also da geht es auch nicht mehr um, da geht es ja im letzten Spiel auch gar nicht mehr um so viel Dinge. Ich meine, dass die Fußball spielen können, die Jungs. Ich glaube, das ist unbestritten und ich glaube, das wissen die Jungs auch, aber ich glaube, du musst einfach in diesem letzten Spiel echt diese Emotionalität hochhalten und das haben wir sehr, sehr gut geschafft. Also ich habe nicht viel zu meckern, ehrlicherweise. Das kommt nicht so häufig vor. Nee, also allein, dass wir mal direkt zurückschlagen und nicht halt nicht direkt das 2-1 von Kiel dann im Gegenzug noch bekommen. Ne? Das wäre ja auch so ein Peak-FC-Ding. Du führst nach 4 Minuten 1-0 und kriegst dann halt 2 Tore hinterher geschenkt. Aber nee. Ja, aber das war ja auch so ein bisschen meine Angst. Das war ja tatsächlich genau. Also ne, als das 1-1 fiel, habe ich schon gedacht, ja okay, das war's dann. Und dann hat man ja auch so
ganz, ganz kurz gemerkt, also ja dann auch nicht lang, weil es war nur 2 Minuten später, dass dann das 2-1 fällt, aber und dann waren es ja noch mal 5 Minuten später und dann fiel das 3-1, auch wieder durch Kainz und Anderson. Und da habe ich dann kurz gedacht, oh, das könnte doch vielleicht ganz gut ausgehen. Ja. Und habe aber, ich muss halt lachen, ich habe nach dem 2-1 habe ich gesagt, oh geil, jetzt passiert wahrscheinlich 80 Minuten nichts und ich sterbe. Also das ist doch tatsächlich so der Gedanke. Ja. Wie gesagt, dann fiel das 3-1 und ich war schon so ein bisschen, ja okay, alles klar, ja okay, da könnte was gehen. Ja, und dann noch vor der Halbzeit halt das 4-1 durch diesen, also fast schon Sonntagsschuss von Tsichos, der dann halt damit Glück schön einschlägt. Und da war aber so ein Punkt, dann konnte ich erstmal in Ruhe in die Halbzeit gehen, aber wir kennen ja den FC. Ja, und wir haben alle das Augsburg-Spiel noch, glaube ich, vor Augen. 2 Tore, ja. Und dann halt fehlt nur noch 1 bis zum doch wieder verkacken. Ja. Sind schnell geschossen, gerade auch in den ersten 20 Minuten nach der Halbzeit. Ich finde auch noch eine Schlüsselszene war auch irgendwann in der ersten Halbzeit. Da stand es, glaube ich, 3-1. Und dann hat ja Lee relativ freistehend den Ball im Strafraum in die Füße bekommen. Und der Ball springt dem halt so 16 Meter vom Fuß und Timo kann den pflücken. Das war auch noch mal so ein Ding, das ist normalerweise ein sicheres Tor. Ne? Wenn da eigentlich ein guter Techniker wie der Lee da steht oder generell irgendein Stürmer da an den Ball kommt, der muss ihn eigentlich nur einschieben. Und dass er das halt nicht geschafft hat, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, trotz der Führung muss ich vielleicht doch nicht zittern, weil Kiel ja auch sehr, Kiel wirkte ja nicht nur müde, die wirkten auch total, ja, weiß gar nicht, passiv würde ich es nennen. Platt. Platt, ja. Was ja komisch ist, weil da kamen ja 2 oder 3 frische Spieler rein bei denen. Ja, ja ich glaube vielleicht, dass du in so Spielen als Underdog denkst, bloß nicht früh das Gegentor fangen. Mhm. Bloß nicht früh das Gegentor fangen. Dann fängst du dir das, dann machst du den Ausgleich und denkst, jawohl, jetzt aber. Und dann kriegst du postwendend im Prinzip ja auch wieder das 2-1. Ja. Und mit dem 3-1 hast du gesehen, die Köpfe gingen nach unten. Mhm. Typischer FC-Move, der Kopf ging nach unten. Und das ist dann natürlich, das kann dann natürlich entscheidend sein. Also ich meine, das kennen wir alle vom FC. Du spielst gegen, weiß ich nicht, gegen die Bayern oder so. Du denkst, okay, cool, und hier geht was. Und dann fängst du dir schnell die Gegentore. Und dann, ich glaube halt auch einfach, dass das, was halt der FC ganz oft es schon früher mal gemacht hat, so Spiele austrudeln lassen. Mhm. Nach so einem 2-1. So ja. Genau das, was die Saskia vorhin gesagt hat, so, oh, jetzt 80 Minuten lang zittern. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir mussten hier an dieser Stelle gerade mal eine kleine Pause machen, denn es hat sich noch ein 4. Gast gefunden, weil wir gedacht haben, wenn wir schon ein so historisches Ereignis wie ein 5-1 in der Relegation, den höchsten Relegationssieg seit Wiedereinführung besagter Relegation haben, dann müssen wir das sogar auch in der ganz großen Runde feiern. Und da haben wir uns noch jemanden dazugeholt. Bei uns ist der, ich denke, bekannte Unterhaltungskünstler Mo Torres. Moin Mo, grüß dich. Mahlzeit zusammen. Sehr schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon ein bisschen über unsere Gefühle geredet, als wir dieses Spiel gesehen haben. Wir sind noch bei der ersten Halbzeit. Wie war denn für dich so die ersten 25 Minuten? Wie surreal kam dir das alles vor? Boah, es war schon sehr heftig. Also, aber für mich ganz geil, weil ich also beim Schalke-Spiel schon wirklich dem Herzschrittmacher nahe war. Und das Hinspiel natürlich einfach nur frustriert verfolgt habe, war das, also diese frühe 3-1-Führung, schon Balsam für die Seele. Und so konnte ich das Fußballspiel zumindest halbwegs entspannt verfolgen. Aber was sie da gemacht haben, war natürlich schon Wahnsinn. Also auch, ich glaube, die ersten 3 Tore waren alle Kopfballtore. Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Ey, also gut, ne? Also ich habe gestern schon gesagt, wenn Fußball Kopfball wäre, Sebastian Andersson Ballon d'Or. Aber aber sonst steht auf jeden Fall auch in seiner Biografie schwacher Fuß, beide. Ja, das stimmt. Das hat man ja auch schon im Hinspiel gesehen, als er da aus 3 Metern den Ball nicht übers Tor gekriegt hat, über die Torlinie. Ja, richtig. Wer aber einen sehr tollen Fuß hat, ist unser linker Innenverteidiger. Man nannte ihn Cristiano Raffaello Tsichos. Den Ball in so einem wichtigen Spiel so zu schießen als Innenverteidiger, muss man erstmal bringen, oder? Hat er sich aufgespart. Definitiv. Once in a lifetime auf jeden Fall. Ich glaube, so
Ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, aber so satt treffen nochmal. Also nicht, dass es jetzt Zufall war, das möchte ich gar nicht behaupten, aber auch, dass er da in dieser Position und den Ball so satt, wow. Ja, perfektes Timing auf jeden Fall. Ich glaube, er wollte auch erst gar nicht jubeln wegen Ex-Verein und so, aber das, er fand das Tor, glaube ich, selber so geil, dass er da noch. Saskia, schießt man einen Ball so, wenn es 0-0 steht? Nein. Wie gesagt, also ich kann ja kurz sagen, wir hatten es im Vorgespräch schon ein bisschen über das Tor gesprochen und ganz ehrlich, wenn das 0-0 steht und er nimmt den, wie du vorhin gesagt hast, dann kriegt halt das Ding auf die Tribüne und dann ist er weg. So, das ist ganz ehrlich, dass der reingeht. Also ich saß hier auch wirklich auf dem Sofa so, hä, wie der ist drin? Also ich habe das gar nicht, ich so, was? Hä? Aber nee, war schon auf jeden Fall schön anzusehen. Und ich gönn's ihm auch, ey, ernsthaft, ganz ehrlich. Ich gönn's eigentlich jedem, der gespielt hat. Ja. Also, ich gönn's Hector unfassbar, wir hatten darüber geredet. Ich gönn's tatsächlich auch Anderson. Nach der ganzen Scheiße, wie er teilweise auch zerrissen wurde, zum Teil vielleicht auch zu Recht, ist eine andere Sache, mit seiner ganzen Verletzung und so. Ja, und man kommen wir auch noch zu, aber ganz zum Schluss, ey, Skiri gönn ich halt auch, Punkt. Das ist halt auch ein geiler Typ. So. Ja, gerade weil Hector, Skiri und Anderson ja auch die waren, die im Hinspiel die ganzen Nüsse da geknipst haben, ne? Ja. Und den Ball nicht über die Linie drücken konnten. Ja. Da hatte Skiri ja quasi schon mal die gleiche Schusschance wie jetzt dann beim 5-1 und hat nicht geschafft, am Torwart vorbeizuziehen, sondern genau in die Arme von Gelios. Und Hector und Anderson haben ja auch einige Fahrkarten da geknipst. Insofern, so ein Spiel, was so richtig viele kleine Schleifen um viele verschiedene, ich würde fast sagen, Einzelschicksale drum gemacht hat. Ja, genau, auf jeden Fall geiles Tor. Ich habe ja gedacht, also ich habe erst gedacht, ach, da kommt sicher was an den Ball, was soll passieren, wenn er jetzt schießt, ne, meine Güte. Dann geht der Ball so geil rein, da habe ich noch gedacht, okay, da war das doch nicht Zichos. War das du da, habe ich das falsch gesehen irgendwie? Weil sie sich ja nicht ähnlich sehen, die beiden, aber ne, habe ich irgendwie gedacht, ich bin komplett schon im Kölsch-Trauma oder so gelandet. Ich muss auch zugeben, zur Halbzeit haben Paul und ich haben beide erstmal bei Marco in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Hast du das auch gesehen? Oder träumen? Haben wir irgendwelche Halluzinogene in unserem Kölsch-Festchen gehabt? Siehst ja. du das auch gerade, dass es 4-1 steht für uns in einem extrem wichtigen Spiel? Ja, die beiden hatten schon, glaube ich, ein bisschen Angst, dass das Kölsch die Sinne vernebelt hat. Also ich meine, ja. Ich habe da schon ein bisschen Angst mit Schlagen hören. Aber ja, also das Ding von Schichos. Aber da läuft halt genau auch alles richtig. Dieser, ich sag mal, das ist ja nach einer Ecke, dann kommt der Ball irgendwie nach hinten. Jannes Horn löffelt den irgendwie auch gar nicht so verkehrt nach vorne. Hector gewinnt das Kopfballduell irgendwie in Rückenlage und dann rutscht der erste Spieler von Kiel steht falsch, der zweite rutscht weg und dann trifft Schichos den so. Puh. Also, wenn der gewollt war, gut ab. Doch, wenn nicht, wollte der safe so. Hast du so gesehen an der ganzen Fahrt? Ja, aber das, der ist schon gut genommen. Also muss man auch dafür sagen, also ich kenn Mittel, also Verteidiger oder ich sag jetzt mal vorsichtig, alle anderen Stürmer, die beim FC so auf der Gehaltsliste stehen, hätten den nicht so getroffen. Safe. Ja, ich meine, Duda also, kann das auch, diese Dinger, ne? Ja, Duda ist ja kein Stürmer, ne? Das haben wir ja etabliert. Aber ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn Emmanuel Dennis oder auch Tolu hätten den nicht so getroffen, im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, also musst du erstmal machen in so einem wichtigen Spiel auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube halt, wenn es 3-1 für dich steht und es läuft eigentlich alles für dich, dann triffst du auch so Dinger. Genauso wie, wenn es nicht für dich läuft, triffst du eben das Ding gegen den Pfosten und so ist das Ding halt, schweißt du den halt ins Netz rein. Sagen wir mal, also ganz ehrlich, das Pech, was wir teilweise im Hinspiel hatten, ist halt jetzt alles aufgegangen, tatsächlich. Ja. So. Ich glaube fast, wir hatten auch keine andere Torschance, außer die 4 Tore. Ne? Also jeder Schuss ein Treffer in dieser ersten Halbzeit. Ja, manchmal ist das Glück dann eben doch mit den Dummen oder Tüchtigen, kann es jeder auslegen, wie er möchte. Naja gut, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie, dass wir jetzt 4 Eigentore geschenkt bekommen. Nein. Also das sind ja alles rausgespielte Dinger gewesen. Und ja, also das 3-1 kann man auch halten an einem guten Tag. Ne? Da musst du schon Gelios mit in die Verlosung nehmen und natürlich auch mal Rese, der auf der Linie da nicht geklärt kriegt. Das war schon so ein bisschen glücklich, aber egal, nehmen wir. Ja. Ja. Das ist so. Dann kam diese Großchance, die ich gerade schon aus Versehen beim 1-3 hingeschrieben habe. Die war in der 43. Das wäre das 2-4 gewesen, wo dem Lee eben der Ball verspringt.
Ja, zu erwähnen wäre noch die gelbe Karte gegen Jannes Horn, weil die jetzt wichtig werden wird für die Entscheidungen, die Friedhelm Funkel in der Halbzeitpause getroffen hat. Ich kann ja mal unseren Gast Mo wieder ins Boot holen. Was hast denn du gedacht, Mo, als du dann plötzlich Jochen Meré und, ja gut, Jakobs, aber vor allem Meré da hast auflaufen sehen? Ja, beim Stand von 4-1 habe ich ehrlich gesagt, also grundlegend ist Meré ja jetzt auch keine Vollpfeife. Ne? Also ich glaube, was so die Innenverteidigerpositionen angeht, sind wir, also ich glaube, es gibt größere Baustellen auf jeden Fall bei uns. Und von daher hatte ich da jetzt gerade auch beim Stand von 4-1, glaube ich, was anderes da reingeworfen zu werden, als, weiß ich nicht, wenn es jetzt ein enges 1-1 ist oder, ja, ich glaube, also die Jungs drumherum waren einfach alle so heiß und irgendwie so voller Adrenalin, was sie wahrscheinlich ausgeschüttet haben, für eine halbe Saison gefühlt. So ein lange nicht mehr erlebtes Glücks- und Hochgefühl. Also ich hatte ehrlich gesagt null das Gefühl, dass da noch irgendwas schief gehen kann. Ich habe zwar gesagt, boah, jetzt mal so die ersten 10 Minuten nichts anbrennen lassen und dann passiert, glaube ich, auch nicht mehr viel. Ne? So dieser Klassiker, Kiel kommt da irgendwie mit einem absoluten Feuerwerk raus und die ersten 10 Minuten musst du durchhalten. Das ist in der Kreisliga auch nicht anders gewesen. Aber ja, also gefühlt kam da jetzt nicht mehr so viel. Und hier haben wir, also ganz, wenn man ehrlich ist, muss das Spiel 6-7-1 ausgehen. Ne? Also, ja, definitiv. Die haben ja auch zweimal gewechselt, ne? Haben Gürt und Mees eingewechselt. Friedhelm Funkel hat, glaube ich, einfach komplett so wirklich die richtig alte Trainerschule bedient, die beiden gelb verwarnten Spieler rausnehmen. Ja. Kannst ja auch machen, wenn du 5 Wechsel hast, ne? Dann ist es ja ein bisschen leichter, 2 gelb verwarnte Spieler rauszunehmen. Weiß ich nicht. Das Ding war schon heftig, aber ich glaube, da war das Hinspiel dann vielleicht auch gar nicht immer so schlecht für. Die Nummer gegen Duda war ja auch, wo ich sage, oh, ja, unglücklich. Wahrscheinlich wollte er ihn nicht genau da treffen, aber das war ja auch schon dunkel, dunkel, dunkelgelb. Und das von Jan war jetzt für mich keine klare Rote, aber es war schon so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer gestern kommentiert hat, aber Hagemann oder so hat auch gesagt, gelb plus 1 gefühlt. So auslegen. Ja, definitiv. Ja, aber, aber auch beim Stand von 4-1 hast es, tust du dich auch viel einfacher, damit solche Jungs dann auszuwechseln. So, ne? Oder gehst halt noch mehr auf Sicherheit, glaube ich. Ich glaube, wäre das ein enges Spiel gewesen, dann glaube ich nicht, dass der beide schon zur Halbzeit rausgeholt hätte. Ja, muss man auch sagen. Gerade Bornau ist ja schon sehr wichtig für die Mannschaft. Ja, ohne Ende. Und ja auch nochmal 10 cm größer als Meré. Kommt auch zu. Die Schülermannschaft, ey. Ja, absolut. Ich finde es eigentlich schade, dass Meré so wenig Spielzeit hat. Ich glaube, jeder, der den Podcast hier hört, weiß, dass ich großer Fan von den etwas spielenderen Innenverteidigern bin. Ich persönlich sehe auch schon eine Baustelle in der Innenverteidigung, anders als du, Mo, weil ich auch immer noch nicht überzeugt bin von Tschechos, trotz diesem Spiel hier. Dafür haben größere Baustellen. Ja gut, das ist beim FC aber leider immer der Fall. Exakt. Aber es wurde da vorhin schon gesagt, dass der FC jetzt den Abwehrchef von Hannover 96 verpflichtet hat. Ja, genau. Timo Hübers kommt, da kann man drauf gucken. Ist aber auch ich glaube, der ist eher nicht der Ersatz für Tschichos, sondern eher die Kompensation für den Abwanderungswillen, genau, wegen Bono, gerade auch weil er Rechtsfuß ist. Aber da können wir gleich nochmal drauf gucken, wenn wir das Spiel hier abgeschlossen haben. Na, ihr habt ja recht, ich glaube, wir alle haben uns eingestellt auf den Sturmlauf der Kieler. Was aber kam, war der Sturmlauf der Kölner tatsächlich. Wir hatten erst diese Doppelchance, ne, wo Wolf und Duda da nicht geschafft haben, Gelios zu überwinden. Aber gut, allein, also ich habe immer nur gedacht, jede Offensivaktion bringt erstmal Zeit für uns. Ob die jetzt reingeht oder nicht, ist bei 4-1 nicht ganz so kriegsentscheidend vermutlich. Hauptsache, du beschäftigst die vorne, lässt die gar nicht erst irgendwie in so einen Flow oder irgendwie so ein Momentum reinkommen, sondern beschäftigst die einfach, holst idealerweise noch eine Ecke dabei raus, damit noch mehr Zeit vergeht und so. Ich finde, wir haben diese zweite Halbzeit eigentlich perfekt gespielt. Also, wie wir die beschäftigt haben, auch wie wir die angelaufen sind. Der Anderson hat ja, solange seine Kräfte ihn getragen haben, Hauke Wahl bei jeder Gelegenheit angelaufen. Der war so richtig genervt, weil er jeden Ball zum Torwart zurückspielen musste. Hast du richtig gesehen, wie angepisst der war, der Herr Wahl. Ja, also muss man echt sagen, dafür, dass wir so oft hier gesagt haben, die Mannschaft ist nicht clever, das haben die super, super clever in der ganzen zweiten Halbzeit runtergespielt. Ich glaube, es hat aber mehrere Faktoren. Ne? Also perfekt würde ich auf gar keinen Fall sagen. In der perfekten zweiten Halbzeit knallst du denen halt noch 3-4 Dinger rein und die hätten wir auch machen können, teilweise machen müssen. Trotzdem gut, ey, wir gewinnen 5-1. Ich glaube, wer sind wir als FC-Fan, sich dann darüber noch zu beschweren? Aber ja, ich habe auch, also
Ja, ich glaube schon, dass sie es teilweise clever gemacht haben, aber ich hatte bei Kiel auch einfach das Gefühl, okay, da glaubt keiner mehr an irgendwas. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, da wären noch 3 Tore gewesen. Und also ich sage jetzt mal, bis auf diese Lee-Chance da zum Ende der ersten Halbzeit, da war ja jetzt auch nicht mehr viel. Nee, aber 3 Tore klingt super viel, aber denk an Augsburg, denk an Freiburg, Liverpool. Ja, aber Milan. Ja, das ist richtig, aber nochmal, also wir haben gegen sicherlich eine gute Zweitligatruppe gespielt. Aber eben gegen eine Zweitligatruppe. Genau. Und halt nicht gegen eine Truppe wie Augsburg, die seit, ich weiß jetzt nicht wie viel, bestimmt schon 10 Jahre jetzt mittlerweile Bundesliga spielen. Das ist einfach ein Unterschied, ob du gegen eine Truppe spielst, die seit, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie Augsburg sich jetzt in der Bundesliga gefestigt hat, oder ob du gegen eine Truppe spielst, die, ohne das jetzt böse zu meinen, aus Zweitligakickern besteht. Und Kiel, da sind ein paar Jungs dabei, wo ich sicherlich denke, die könnten eventuell Bundesliga spielen, aber jetzt auch sicherlich nicht 11. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, aber auch nicht ganz. Das muss man auch erwähnen. Wir sind ja so die Mannschaft, die immer irgendwo zwischen erster und zweiter Liga anzusiedeln ist. Wir standen ja auch nicht zu Unrecht auf Platz 16, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Das ist so, ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, ich glaube auch einfach, also ich habe ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, also bitte die ersten 20 Minuten schadlos halten und dann ist das Ding durch. Und ehrlicherweise in der 65. Minute ist mir ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, weil das waren diese 20 Minuten und da wusste ich, jetzt ist das Ding durch. Ja. Also ich meine, ich habe heute nochmal Osnabrück gesehen gegen Ingolstadt. Die brauchten halt auch 3 Tore und die haben halt direkt losgelegt wie die Feuerwehr und direkt 2-0 geführt nach ein paar Minuten. Unmöglich ist nichts, ne? Und ich bin ja auch so ein Zweckpessimist. Aber so ab dem 4-1 von Tüchers habe ich mir gedacht, naja, jetzt wird schon ein mittelgroßes Fußballwunder. Gerade auch, weil Kiel ja wirklich jetzt gerade das 11. Spiel in einem Monat gemacht hat. Hat ja nachher Finn Bartels auch gesagt, dann nach dem Spiel. Ja, und dann spätestens, nachdem Elias Skiri dann das 5-1 gemacht hat in der 84. Ab da war klar, jetzt so sehr kann uns nicht mal der Fußballgott hassen oder die DFL. Insofern, das Ding ist durch. Und dann war bei uns hier der Jubel groß. Wir haben eigentlich nur auf dem Abpfiff irgendwie entgegengesehnt. Das ist so ein Spiel, das hättest du auch nach pünktlich 90 Minuten abpfeifen können, weil Kiel will ja auch nicht weiterspielen. Die waren ja auch froh, wenn es vorbei war. Ja, und dann, wie war denn bei euch so der Jubel? War das mehr so ein stilles Genießen oder seid ihr komplett eskaliert, Saskia? Ich bin nach dem 5-1 heulend in den Flur gelaufen, weil komplett die ganze Anspannung wirklich abgefallen war. Also ich war tatsächlich beim 4-1 noch so, das ist halt dieses, was ich vorhin, also ich mache diesen Spürkes mit dem FC jetzt seit fast 25 Jahren. So, ich habe alles erlebt bei diesem Scheißverein. Und da, auch eine 4-1-Führung bin ich noch eher zurückhaltend. So. Und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit war dann halt, ne, also wenn ich da auch nochmal tatsächlich von Kieler Seite einfach positiv hervorheben muss, ist halt Gelius. Also was der noch dafür für 2-3 Dinger auch gehalten hat, ziehe ich einen Hut tatsächlich. Ja, und wie gesagt, dann Thiemann auf Skiri und dann netzte das Ding ein und ich stand hier einfach nur so und ich hab echt geheult. So, das war wirklich emotional. Ich habe früher aber gesagt, ich habe keinen Bock auf Relegation und Relegation eh abschaffen und so ein Blödsinn, weil wenn du irgendwie nach 34 Spielen es irgendwie nicht schaffst, drin zu bleiben, dann geh bitte direkt runter. Aber ich möchte das auch nicht mehr erleben. Lieber erst FC Köln, bitte nicht noch einmal. Danke. Ja, war schon krass. Und dann habe ich sehr viel getrunken. Gerade weil man ja auch sagen muss, dass bis jetzt die allermeisten Mannschaften von der ersten Liga die Relegation gespielt haben, meistens im Jahr danach wieder entweder Relegation oder Platz 17 nur erreicht haben. Insofern ist es nicht komplett unrealistisch, diesen Wunsch zu äußern. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Vergleichen, aber dieses 5-1 oder generell so dann der Moment des Abpfiffes, so ein kleines bisschen kam da schon Yuya Osako 2017 Vibes bei mir auf. Es ging zwar um eine ganz andere Stakes, ne, also ganz andere Einsätze. Ich würde sogar fast sagen, der Sieg gestern war für den Gesamtverein wichtiger als der Ausflug nach Europa. Der war halt für uns Fans geil, ne, aber ja, für den Verein an sich, glaube ich, nicht so wichtig, wie jetzt die Klasse zu halten. Weil ich glaube auch, das werden Bremen und Schalke jetzt erleben,
Wenn du da abgestiegen wärst, das wäre richtig schwer geworden, hier hochzukommen. Ich habe auch gesagt, also wenn wir, also es war nach dem Hinspiel, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn wir jetzt runtergehen, dann werden wir in den nächsten Jahren nicht wieder hoch. Das wird nicht funktionieren. Also bin ich voll der Überzeugung. Und ich habe tatsächlich dann auch so ein bisschen, man hat ja immer so die Angst, man könnte vielleicht auch so ein zweites Kaiserslautern 1860 oder was weiß ich was werden. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das tatsächlich, also wenn du mal überlegst, also du hast halt, ne, du hast ja natürlich, du hast Bremen unten, du hast Schalke unten, du hast immer noch den HSV unten. Dann hast du, ja gut, was ich jedes Jahr irgendwie sage, wo ich dann doch enttäuscht bin, dass sie doch nicht so gut sind, ist Nürnberg, keine Ahnung. Und dann hast du aber immer so ein, zwei Überraschungsmannschaften. Ja. Und dann noch da dabei sein. Also das war ja dieses Jahr schon spannend unten drin, tatsächlich. Ey, ganz ehrlich, nee. Hätte ich nicht gesehen, dass der FC direkt wieder hochgeht. Aber ja, hätte wenn, aber... Ja. Lass Ingolstadt mal ein bisschen Kohle, also Audi mal ein bisschen Kohle in Ingolstadt reinbuttern. Ja. Die müssen auch nicht um Abstieg spielen in der zweiten Liga dann. Ja, also es wird super schwer, es wird ein Hauen und Stechen da unten. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, mir das hier komplett entspannt anzugucken. Höchstens mal mit einem Auge nach St. Pauli gucken, aber da nicht komplett emotional involviert zu sein. Einfach irgendwie ein geiles Gefühl. Und du hast ja zeitgleich gefühlt die zweite, die beste, nee, langsam, gefühlt die leichteste erste Liga seit sehr, sehr vielen Jahren. Vermute ich jetzt, wo ich sage, steigen wir sang- und klanglos als achte darf nichts. Ich habe auch gerade gedacht, so spreng es doch nicht aus. Sag es doch nicht. Doch. Den Jinx nehme ich auf mich zur Not. Es ist ja nicht, also du kriegst ja nichts geschenkt. Fürth und Bochum werden klauen und beißen und kämpfen, genau wie Bielefeld und was weiß ich, Augsburg und wie die alle heißen da unten drin. Die werden alle kämpfen und bis an die Zähne bewaffnet zu jedem Spiel kommen. Und das musst du halt auch sein, oder du bist es nicht. Ja, aber das stimmt schon. Ich glaube, der Abstieg von Bremen und Schalke macht es halt vielleicht doch ein bisschen, also in der Abstieg ein bisschen einfacher, nächstes Jahr vielleicht etwas früher in der Liga zu bleiben. Ja. Also es ist immer 4-6 Punkte. Ja, stimmt, aber ich meine, ich sag mal so, Bochum und Fürth sind jetzt auch nicht die Teams, vor denen du jetzt unbedingt massiv zittern musst. Also haben wir nicht eine super schlechte Bilanz gegen Bochum? Ja, na klar, Katastrophenbilanz. Aber als erster FC Köln hätte ich, glaube ich, egal wer da kommt, erstmal mehr als Respekt. Weil ich, also, keine Ahnung, leichteste erste Liga aller Zeiten, weiß ich jetzt auch nicht. Vor allem, wenn man danach dann nur vier Mannschaften aufzählen kann. So, ich glaube, wir stecken da auch wahrscheinlich wieder komplett. Ja, ey, das wird so eine Saison. Entweder steckst du wieder komplett unten drin oder du sickerst so glücklicherweise, glaube ich, so als Zehnter durch. Das Letzteres wünsche ich mir natürlich richtig von Herzen wünschen. Aber bin halt brutalst gespannt, was da jetzt Neues in der Geschäftsführung passiert. Und also wenn Bornau geht, was kriegt man für den, was holt man für den und was passiert sonst noch so? Da bin ich echt brutal gespannt. Ey. Das ist jetzt eine schöne Überleitung in unser zweites Segment hier gebaut. Oder will noch irgendjemand irgendwelche Wünsche zu diesem Spiel loswerden? Nö, ich glaube, das Spiel ist halt dann irgendwie zu Ende gegangen. Witzig natürlich, dass Dennis Aitekin genau in 1948 abpfeift. Ja, ist natürlich die Kirsche auf der Torte, aber ja. Eine schöne Zeichen. Randnotiz. Zeichen einer höheren Macht. Ja. Das fliegende Spaghetti-Monster war mit uns an dem Tag. ja, man kann auch erwähnen, ne, für Elie Skiri wäre es ein schöner, also wenn er uns verlassen muss, wäre es zumindest ein schöner selbstbelohnender Abschied, da nochmal das Tor zu machen zum 5-1. Ich glaube, ist jetzt sogar wieder unser bester Torschütze, glaube ich, mit dem 6. Tor. Also, vielleicht bleibt er, wer weiß. Aber wenn nicht, er würde auf einer Hochnote gehen. Ich habe so ein paar Stimmen gelesen, die nachher meinten, man hätte bei dem Spielstand auch noch statt Thielmann irgendwie Marco Höger einwechseln sollen. Also das Abschiedsgeschenk quasi, ne, weil das Spiel ja schon weitestgehend durch war. Weiß ich nicht, oder statt Drexler. Aber ja, weiß ich nicht. Man muss ja auch keine Abschiedsgeschenke verteilen. Ist ja auch ein bisschen Demütigung des Gegners. Wenn man da irgendwelche älteren Herren einwechselt.
Ja, also, das hättest du machen können. Vielleicht wolltest du aber auch, wie gesagt, nochmal zeigen, nee, wir spielen weiter nach vorne. Mhm. Weil ich ohne Marco Höger jetzt was Böses zu wollen, Dominik Drexler ist schon noch ein bisschen offensiver als der Marco Höger. Also laut Express ist Marco Höger die Waffe im Rückspiel, ne? Hast du ja gelesen. Ja, gut. Ja. Wenn der Express das so sagt, wenn der Alex dazu schreibt, dann wird der Alex Haubrich sich da was denken, aber ich glaube, die Auswechslung, also das war ja die fünfte Auswechslung, da war das eigentlich egal, wen du da bringst. Und vielleicht wolltest du einfach Dominik Drexler auch nochmal. Vielleicht ist das ja auch ein Abschiedsgeschenk, man weiß es nicht. Geht ja gegen seinen Ex-Verein und hätte ja fast noch das 6-1 gemacht dann tatsächlich. Ja, machen wir haben sogar unsere Drexler, welche dann sogar noch für sich entschieden. Naja. Ja, Haken dran, geiles Spiel. Ich war lange, lange, lange nicht mehr so betrunken. Also ich glaube seit Beginn der gesamten Corona-Pandemie nicht mehr. Wahrscheinlich zuletzt auf irgendeinem Los Mazinge hier in Hamburg. Muss auch mal sein. Nehmen wir mit, die Erfahrung. Ich hätte es mir natürlich gerne erspart, aber rückblickend muss man sagen, so ein bisschen geil war es irgendwie schon in der Gesamtsituation. Wir müssen ja die Feste nehmen, wie sie fallen. So viele haben wir davon ja auch nicht, von diesen Fußballfesten. Insofern, ich nehme es mit, Haken dran und hoffentlich nie wieder. Leute, ganz kurz, ich müsste mich jetzt leider ausklinken. Ja, alles gut. Mich um den Hof kümmern, leider. Ja, und alles gut. Vielen Dank, dass du da warst. War dann ein Kurzbesuch, aber immer gerne. Ja, sehr. Sorry nochmal für die Verspätung. Passiert. Alles gut. Ja? Ja, danke. Tschüss. Danke, ciao.